und Herren, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Kunsthalle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel zu diesem wunderbaren Ereignis, dem Festes-Symposium, verbunden mit einer Schiffstaufe einer wirklich herausragenden Forschungsjacht. Sie alle hatten zwei gute Gründe, heute hierher nach Kiel zu kommen, ein Mann und ein Schiff. Denn wir möchten ja schließlich heute, das ist ja gerade schon angeklungen, ein kleines neues Forschungsschiff auf den Namen eines großen Kieler Meeresforschers taufen. Der Ozean, der Professor und die Yacht, schreibt die FAZ vor einiger Zeit. Und mit dem Professor ist jetzt hier Gerald Hauck gemeint und nicht Eugen Seibold. Und es ist zu lesen, dass es sich um das grünste Forschungsschiff der Welt handle, das nahezu ohne Umweltimpact Meeresforschung betreiben kann. Als leidenschaftlicher Segler mit leider zu wenig Zeit ist man natürlich ganz besonders ergriffen, wenn man das Segeln, das Forschen und das Vermitteln von Forschung in die Gesellschaft hinein so prominent Realität werden lässt. Ein Boot, das das Wasser und die Luft um sich herum nicht selber kontaminiert und das an Stellen vielleicht herankommt, die für große Motorschiffe unerreichbar sind, das bietet eben auch klare wissenschaftliche Vorteile. Das Hauptaugenmerk ist, dass das ein ganz modernes Fishing-Tool ist. Eigentlich wollen wir das Wasser beproben, wir wollen Plankton fischen und die Proben dann natürlich nach Mainz an unser Max-Planck-Institut, aber wirklich als Einladung, das wissen auch viele der potenziellen Partner hier, wirklich der norddeutschen Mariengemeinde und der internationalen Gemeinde dann zur Verfügung zu stellen. Und wir haben dann wirklich mal mit diesem Schiff, weil wir das 9 bis 10 Monate im Jahr wirklich nur für uns, für die biogeochemische Gemeinde zur Verfügung haben, in aller Ruhe diese komplette Palette zu beproben. Also auch im oligotrophen Ozean, wo eigentlich diese Tiere nur ganz selten sind, dann ist man eben nicht gepusht, hat nicht diese 4 Wochen Ausfahrten, wieder 3 Jahre Wartezeit. Wir können dann in aller Ruhe diese Beprobung machen und wenn wir halt dann 3 Tage oder 4 Tage brauchen, um eine gescheite Probe zu holen, dann brauchen wir eben 3 oder 4 Tage. Dann müssen wir vor Ort sein, dann geht es um Präsenz im Meer. Also ist gar keine Frage, dass wenn jemand einen Antrag stellt auf ein kleines, schnelles Forschungsschiff, für das es nicht 3 Jahre braucht, einen Antrag zu schreiben, sondern mit dem man auch mal schnell reagieren kann auf ein Unwetter, auf Verschiebungen, auf die nächste El Niño, dass das wirklich seinen Platz in der deutschen Forschungsflotte hat. Ich hoffe natürlich, dass wir in 10, 15 Jahren dann so etwas sehen. Eine Weltkarte noch sozusagen jungfräulich, wenn man das so sagen darf, und dann die Forschungsreisen der Eugen Seibold darauf eingetragen. Ich freue mich sehr, dass Gerald Hauck sich entschlossen hat, das neue Schiff den Namen Eugen Seibold zu geben und wünsche allzeit sichere Fahrt und vor allem viele interessante und zukunftsweisende Projekte. In diesem Sinne möchte ich mit einem Wunsch schließen. Mögen die Forscherinnen und Forscher auf dem Schiff, das heute Nachmittag auf den Namen Egon Seibolds getauft wird, von demselben Glück begünstigt werden, das Eugen Seibold in seinem Leben wirksam sah. Wir haben von der Stiftung uns überlegt, der Eugen Seibold noch ein kleines Mitbringsel zu stiften, das die Betreiber, Sie, Herr Professor Hauck, vielleicht einbringen wollen und mögen, um dem Schiff zusätzlich noch eine glückliche Fahrt und freie Fahrt und gute Fahrt zu wünschen. Ein Vreneli aus der Schweiz, also eine besondere Provenienz, ein gültiges Zahlungsmittel der Schweiz und vielleicht, Herr Schmidt, Sie sind Zeuge beiderseits, würden Sie das einbauen, wenn Sie mögen und wenn das dem Schiff vielleicht beitragen würde. Früher hat man es, glaube ich, unter den Mastfuß gelegt, damit es keiner klauen konnte. Sie müssen jetzt einen geeigneten Platz finden. Das ist hier nur drumherum. Es geht um das Goldstück und allein um das Goldstück, das allzeit gute Fahrt und eine Handbreit Wasser unterm Kiel zusätzlich ermöglichen soll. Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie das Boot erbaut haben. Wir sind stolz. Ja, Herr von Seidel, vielen Dank für diese kleine Überraschung zum Schluss. Das ist wunderbar. Und ich glaube, wir müssen dankbar sein, dass dieser faszinierende Tag die Bedeutung von Eugen Seibold noch einmal richtig hervorgehoben hat. Herr Seibold bedeutet ja wirklich für ganz Deutschland den Anfang der Meeresgeologie, der marinen Geowissenschaften. Und es ist wunderbar, dass das Schiff jetzt seinen Namen in die Zukunft hineintragen wird.
Wir dürfen nun zur Schiffstaufe schreiten und Frau Dr. Ilse Seibold wird die Taufe vornehmen. Und ich darf jetzt mit großer Freude das Mikrofon an Frau Seibold übergeben. Mit diesem Gedanken taufe ich mir das Schiff auf den Namen Eugen Seibold und wünsche allzeit glückliche Fahrt und immer ein Anhalt.